Mit wie viel musstest du den Rektor bestechen, um diese Note zu bekommen? Du kleiner Witz. Gegen Silla habe ich eigentlich auch nichts. Ich kenne ihn ja von früher. Nur dadurch, dass dieser dadurch, dass jetzt Banger-Musik und Maskulin so ein Beef miteinander hatten, habe ich natürlich keinen Kontakt mit ihm gehabt. Arvin Stinson möchte gerne von dir wissen, wie lange du schon nicht mehr rauchst. 6 Monate oder so. Also vor 6 Monaten stand ich einfach an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ey, das geht so krass an die Gesundheit, hat man immer Feuer. Wenn du meinst, alles ist scheiße, bald kommt die Revolution am 30.05. Casey Rebel ist im Haus und beantwortet eure Fragen, die ihr gestellt habt auf Facebook, Twitter und wo ich alles gefragt habe. Und kipp mir bloß keinen Kaffee aufs Sofa, du Haiwan. Erste Fanfrage, wir fangen direkt an, wir haben ja keine Zeit. App Who möchte wissen, ob du im Haiwan-Modus bist. Ist das heute so? Bist du Haiwan-Modus oder eher auf Chill? Jetzt bin ich gerade noch im Chill-Modus. Haiwan-Modus kommt immer so gegen abends vielleicht. Und am Wochenende. Okay, Aziz Youssef möchte dich in Haiwan-Modus bringen und Ruslan Hodorowski auch, die haben hier kritische Fragen. Warum bist du nicht auf PA Sports, warum Remix vertreten? Und Ruslan möchte Stress machen und sagst, yo, du bist deshalb nicht darauf vertreten, weil Kianosch dein perfektes Double ist und man keinen 2 Caseys braucht. Pow. Ja, aber dann würde das ja heißen, dass wenn ich auf dem Song gewesen wäre, Kianosch hätte nicht mehr auf dem Song hätte sein müssen. Ich bin ja auf PS Album. Also was soll ich jetzt auf jeden Remix? Ich habe ja diese Remix-Dinger sowieso nicht so oft gemacht in der Vergangenheit. Und werde das jetzt in der Zukunft auch nicht so machen. Und außerdem gibt es da auch ein paar Pappnasen auf dem Remix. Vielleicht will ich ja mit denen gar nichts zu tun haben. Haben aber sehr viele gefragt danach. Alle machen sich immer Sorgen aber um die Freundschaft coole, von PA und Casey. Da sind schon coole Leute drauf. Und was hast du gerade gesagt? Alle machen sich immer Sorgen um die Freundschaft von PA und Casey-Fans. Die fragen sehr oft nach solchen Sachen. Ja, ich verstehe das nicht. Verstehst du das? Kannst du das nachvollziehen? Ja, warte halt mal SAW und jetzt macht ihr beide Solo-Dinger und dann sagst du mal, nein, die dürfen jetzt keinen Streit haben. Das okay, ich würde es irgendwo noch nachvollziehen, wenn wir uns gegenseitig nicht featuren würden. Aber das ist ja auch nicht der Fall. Ich bin doch auf seinem Album sogar 2-mal drauf. Ja, das war ja auf dem letzten Album nicht so. Da war ich 1-mal drauf. Jetzt bin ich auf seinem Album sogar 2-mal drauf. Verstehe ich die Diskussion nicht, warum ich jetzt auf dem Remix drauf sein muss. Bin ich einfach nicht und fertig aus. Okay. Dilgesh Asch möchte wissen. Wer? Digga, Alter. Sagst du mir das doch, wie man den ausspricht. Der dritte von oben. Dilgesh Asch. Asch. Asch, ja. Ich war nah dran. Ja, warst du auch, aber du hast es komisch gesagt. Sorry. Was sagt er denn? Wie geht's weiter mit dir eigentlich in Zukunft? Eigenes Label, Banger Musik verlassen, zu Life is Pain rüber, wechseln. Was machst du? Nach dem Erfolg von dem jetzt kommenden Album über Banger Musik, wo du auf Platz 1 starten wirst und eine goldene Platte kriegst? Kann ich nicht sagen, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ich hatte ihn auch schon gefragt im letzten Interview Dilgesh und er weiß es nicht. Ja, also oder will es und kann es nicht sagen. Jetzt zu Life is Pain rüber oder so, das ist für mich jetzt nicht so plausibel, dass ich das jetzt mache. Aber ihr habt es mal gemeinsam gestartet. Ja, wir haben gemeinsam gestartet. Ich werde Pierre auch, wo er Unterstützung braucht, da werde ich ihm die auch geben. Aber gucken, weiß ich nicht. Okay, bisher ist es ja auch gut gelaufen damit, dass ihr beide auf Solofahrten unterwegs seid und trotzdem Kollegen seid. Mhm. Tassin möchte wissen, ob Azad auf Revolution ist. Mhm. Ist er nicht. Gibst du kurze Antworten heute? Was soll ich sagen? Er ist nicht drauf. Azad ist nicht auf Revolution. Ja, aber schöne Grüße an Azad. Besser? Danke. Hast es künstlich in die Länge gezogen. Ja. Angelo, Jibby Jackson, Da Vinci möchte wissen, warum sich deine Musik verändert hat von Straßenrap zu Trap-Rap. Manchen gefällt das bestimmt, aber ihm nicht. Ich mach gar keinen Trap-Rap. Ich weiß gar nicht. Aber alles, was du sagst? Angelo, Jibby Jackson, Da Vinci. Ja, das ist halt nichts gegen dich, Angelo, aber das sind halt, das ist dieses gefährliche Halbwissen. So. Du weißt gar nicht, was Trap-Rap ist und du kannst es gar nicht richtig einordnen, Angelo, und versuchst mich da in eine Schublade reinzupacken. Es stimmt einfach nicht. Vielleicht gibt es auf dem Album hin und mal wieder etwas, was vielleicht angehaucht in die Richtung ist, aber ich mache ja kein Trap-Rap.
Du orientierst dich zwischendurch dann eher mal an Reggaeton zum Beispiel. Was auch Abtempo ist, aber eben kein Trap. aber geh auf dem Tempo ist? Abtempo ist schneller, so Ja, mäßig. genau, okay. Aber Trap ist ja nicht unbedingt Abtempo, oder? Ja, das stimmt, da ist es immer so die Ja, Sache, Trap ob ist das jetzt ja gerade Halftime sehr, oder Double Time ist, das ist ja, eigentlich Trap so ist ja sehr langsam. langsam und ja, dann kannst du halt schnell drauf rappen und dann erzählen, ja. Genau. Ich kann alles machen. Ja, also ich habe wirklich diesen Vorteil, dass ich, glaube ich, auf alles gut komme und ich kann mich auf alles einstellen, aber ich mache kein Trap-Rap. Okay. Ahmed Sokoli möchte wissen, was hältst du von Kollega und kommt es mal zu einem Feature? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Kolle ist geil, Mann. Kolle ist ein super Typ. Und der rappt auch geil. Und sein Album King ist auch richtig geil. Kolle ist Killer, was soll ich dir Dann wird es Zeit für ein Feature. Michelle Stolz möchte wissen, ob du auch unbekannte Leute featuren würdest. Das wird ja eigentlich auch gar nicht so häufig gemacht. Nur höchstens, wenn so ein Star-Rapper jemanden aufbauen will, um in Zukunft mit ihm gemeinsam Business zu machen. Aber dass man mal einfach so irgendwie sagt, ich habe da so einen Typ gefunden aus so Vorort in der Nähe einer Kleinstadt von Osnabrück und den finde ich irgendwie tight, deshalb ist es einfach mal mit einem Part drauf. Macht ja kein Schwein. Also ich würde es machen, ja. Also ich habe es jetzt in der Vergangenheit, habe ich es ein paar Mal gemacht, aber nicht so oft. Aber ich würde es machen, wieso nicht? Wenn ich mit ihm persönlich gut klarkomme und er mir musikalisch gefällt, dann würde ich das machen. Okay. John Winter möchte wissen, ob du gerne mal was mit Savage machen würdest. Ja, Sausch ist cool. Hast du ja auch ganz am Anfang, als du angefangen hast, dich mit Rap zu beschäftigen, gefeiert, wa? Ja, ich feiere Sausch. Sausch ist cool. Savas habe ich auch kennengelernt. Savas ist auch sehr nett. Ich finde Savas cool. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwann mal zustande kommen würde oder so. Keine Ahnung. J Master Checker möchte wissen, was hältst du von Frauenarzt? Vom Frauenarzt. Also ich finde ihn jetzt künstlerisch nicht krass, aber man kann seine Hits halt nicht wegdenken, ne? Dieses Hey, was geht ab und Disco Pogo und keine Ahnung was. Also wenn man, jeder, der schon mal im Urlaub war, hat das irgendwo gehört und hat dann auch vielleicht sogar mitgesungen. Also er macht schon Dings, sehr einprägsame Musik, seit er diesen Dings macht, diesen, was ist das, Techno? Ballermann Elektro. Ballermann Keine Elektro, Ahnung, was ja. Aber Frauenarzt ist kein Künstler, das ist auch nicht abwertend gemeint. Ich meine, er ist sowieso auch so sehr erfolgreich mit seinen Ballermann-Elektro-Sachen. Aber es ist für mich jetzt nicht dieser Anspruch von Hip-Hop, dass ich jetzt mir eine Platte von dem kaufe und mir denke, okay, diese Platte wird mich jetzt erfüllen. Ja, also das wird mich jetzt über ein Jahr lang begleiten und da werde ich noch was raushören. Hier werde ich Skills und Technik und ist halt so dieses. Also ich kann damit nicht besonders viel anfangen, aber das ist kein Disrespect oder so. Wassili Hodic möchte wissen, wie es mit dem Fahrt-Feature aussieht. Mit einem Fahrt-Feature. Fahrt kenne ich persönlich auch gut. Habe in der letzten Zeit immer weniger mit ihm zu tun gehabt, sodass ich eigentlich schon sagen kann, ich habe mit ihm nichts zu tun. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ob es jetzt unbedingt passen würde. Ich denke nicht. Patrick Scherifi, hast du noch Kontakt zu Manuelsen und feierst du seine Gesangssachen? Ja, mit Manuelsen habe ich Kontakt. Und ich kenne auch sein Album. Und sein Album ist sehr stark. Sprich, du feierst es, weil da wird ja gesungen. Ja, also ich find's sehr gut. Er hat einen Song, da hat er etwas von Mic Doné gecovert. Was ich auch wesentlich besser als das Original finde. Also ich find sein Album wirklich schon sehr gut. Ich bin gespannt, was er damit so bewirken wird. Okay, damit wir nicht nur über andere Rapper reden, Hüseyin Sillak möchte wissen, ob du mit Mesut Özil noch Kontakt hast. Nee. Vielleicht trefft ihr euch mal auf einer Promi-Party. Leo Tremorina fragt nach der Beziehung zu Raf Camora.
Raff ist so ein Mensch, ich habe mit dem jetzt auch, wie soll ich das sagen, Funkstelle. Ist halt jemand so, er hat meine Nummer, ich habe seine Nummer. Wenn ich eine gute Chartplatzierung habe oder so, dann schreibt er mir. Oder wenn ich andersweitig besonders auffalle und umgekehrt genauso. Das ist wirklich so auf einer Respektebene und ich mag ihn einfach. Also Raff ist jemand, ich könnte so, ich wüsste so, wenn, auch wenn ich 2 Jahre mit ihm nicht rede, so, an dem Verhältnis zwischen ihm und mir, hat sich nichts geändert. Cool. Musikalisch macht das ja auch total Sinn, da irgendwann vielleicht nochmal was zu machen. Marcel Müller hat die Frage, wenn du dir einen Rapper aussuchen könntest, außer dir selbst, wer wärst du gerne? Wenn du so Face-Off-mäßig Körpertausch machen müsstest, Karriere, Leben tauschen mit einem anderen Rapper. Voll die behinderte Frage, Alter. Ich wüsste ja. Ich kann mich ja nur klein machen, wenn ich diese Frage beantworte. Dann heißt das, ich will der oder der sein. Aber gibt's wirklich keinen? Wer soll ich denn? 50 Cent. Ach, wenn ich 50 Cent, dann hätte ich auf einmal Schusswunden. Wenn ich sagen würde, Savage, dann wäre ich auf einmal 50. Wenn ich, keine Ahnung. Habe ich keine Ahnung. Kein Plan. Okay, hoffen wir, dass du nie in diese Situation kommst und dich dann nicht entscheiden kannst. Wie hast du denn die Line von Zilla auf schwarzes Tanktop aufgenommen, wo er gesagt hat, alles Fotzen außer Casey, das möchte Dennis Grottke wissen? Ich habe Farid angerufen, habe den ausgelacht. Habe gesagt, guck mal, habe ich gesagt, guck mal, ihr seid alles Fotzen, nur ich nicht. Ja. Was soll ich sagen? Also ich habe gegen Zilla habe ich eigentlich auch nichts. Ich kenne ihn ja von früher, nur dadurch, dass dieser dadurch, dass jetzt Banger Musik und Maskulin so ein Beef miteinander hatten, habe ich natürlich keinen Kontakt mit ihm gehabt und fand das auch schade eigentlich, dass er sich da so eingemischt hat und auch jemand wie Animus, dass die sich da so eingemischt haben, obwohl die in dieser Sache eigentlich nichts verloren haben in diesem Beef. So, ich hätte mich da auch einmischen können, aber was soll ich sagen, ich glaube am Ende des Tages hat denen das dann auch geschadet, ne? Dass die sich da eingemischt haben, aber die mischen sich für etwas ein, wo die gar nicht dahinter stehen können, weil die vielleicht wissen, okay, in dieser Sache wird Flair nicht sehr gut, besonders gut aussehen oder ist Flair auch einfach nicht im Recht, dass er jetzt so, Flair will seine Sachen promoten und vermarkten und wirft dann wirklich alle mit in einen Topf und zieht da alle mit in diesen Beef ein. Also ich habe mich da immer rausgehalten und was soll ich dir über diese Zeile sagen? Alles Fotzen außer Casey. Willst du wissen, ob ich mich geschmeichelt gefühlt habe? Kann ich ja nicht, weil es ist ja irgendwo, du kannst nicht zu mir, ich kann nicht zu dir sagen, ey, Toxic, außer du ist dein ganzer Kreis, Dings, sind alles, respektiere ich keinen. Weil damit respektiere ich dich ja dann auch nicht. Wenn du dann, wenn er dann sagt auf einem Song alles Fotzen außer Casey, dann kann ich mich nicht geschmeichelt fühlen, weil er damit ja alle anderen meiner Kollegen in den Kakao ziehen will. Mhm. Ich kann nur sagen, ich bin ein erwachsener Typ und die Leute von Maskulin, die waren auf jeden Fall, die sollen sich alle glücklich schätzen, dass ich mich da nicht eingemischt habe. So dass ich das einfach, weil ich habe gesehen, Farid kommt damit super zurecht, alleine zurecht. Ich habe mich da immer rausgehalten, weil ich das nicht für nötig empfunden habe. Und ich denke, da sollten sie sich wirklich sehr glücklich schätzen, dass ich mich da nie eingemischt habe. Ravil Musin möchte wissen, was deine Lieblings-SpongeBob-Folge ist. Ich gucke keine SpongeBob. Also meine, ja, ich habe das mal so zwingend, habe ich das mal ein, zweimal geguckt wegen meiner kleinen Nichte, die mittlerweile auch keinen SpongeBob mehr guckt. Aber ich kann dir nur sagen, wer SpongeBob ist, wer Patrick ist und Thaddäus ist auch bei SpongeBob, ne? Ja, sonst kenne ich keine Figuren. Was guckst du denn? Keine Ahnung, normale Filme. Aber nicht Serien, sondern Filme eher. Serien gucke ich auch. So. Aber habe ich ja, Serien guckst du einmal durch und fertig. So Simpsons-Serien oder so Walking Dead, Breaking Bad-Serien? Guck mal, Simpsons ist ja. So, wie willst du da von vorne bis hinten alles gucken? Ich glaube, da gibt es einfach zu viele Folgen. Aber es gibt halt so
bestimmte Serien, die einen Anfang und ein Ende haben. Und die kannst du dann auch irgendwie abarbeiten, wenn du mal Zeit hast. So habe ich es mit Smallville gemacht, mit Breaking Bad, mit Sopranos, mit Entourage und mit einigen anderen Serien. Passt Entourage für dich eigentlich zu dem, was, wie du die Musikindustrie in Deutschland wahrnimmst? Also Entourage ist natürlich noch mal alles so ein Level größer. Nein. Also Entourage, ich glaube auch nicht, dass es komplett eins zu eins so dieses Leben in Hollywood widerspiegelt. Es ist halt dieses totale Klischeebild. Das ist Hollywood. So geht es da ab. Und das versuchen die den Leuten zu vermitteln. Wurde schon ja von jemandem gemacht, der Ahnung hat. Das ist so lange her mit Entourage, Alter. Ich weiß gar nicht mehr, wer es produziert hat, aber es war Mark irgendwie. Wahlberg. Genau, Wahlberg war es. Ja, Aber. Marky Mark ist übrigens mein Kindheitsvorbild. Marki Mark. Ja, ich wollte immer wie Marky Mark sein. Ja. Das ist ja ist schon lange abgehakt auf deiner Liste. Das ist schon getoppt. Ich finde den einfach geil, Mann. Der hat gerappt, der hat Schauspielerei gemacht, der hat Serien gedreht, der hat angefangen War nicht Drehbuchsachen sogar zu machen. Unterwäschemodel? Der hat Unterwäschemodel war der. Wäre das auch was für dich? Unterwäschemodel? Nee, ich glaube, das ist dann mehr so Animus. Animus-Ding. Aber Schauspielerei geht. Schauspielerei? Ja, voll. Hast du in deinem ersten Video schon gezeigt, Alter? Wie gesagt, Respekt für dein Russisch und kam korrekt. Dankeschön. Also ich habe das schon von ein paar Ecken gehört, aber mal gucken, vielleicht bekomme ich ja irgendwann auch, vielleicht kann ich mich glücklich schätzen und bekomme auch irgendwann eine Rolle angeboten, die mir gefällt. Und mal gucken. Also das finde ich auf jeden Fall auch. Das reizt mich schon. Okay, Umut Brigante möchte wissen, Galatasaray oder Fenerbahce? Jimbom. Weißt du, was Jimbom ist? Galatasaray. Ja, also Fenerbahçe, so keine Ahnung. Wie hat sich das Ich entschieden bin bei aber dir? nicht, ich bin nicht, guck mal, das ist wie wenn du mich jetzt, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber das ist wie wenn du mich fragen würdest, Schalke oder Dortmund. So ist das in Türkei die Frage. Ich habe das auch durchaus auf dem Schirm, wer da wo steht. Also, es hat schon auch Einfluss auf meine angeblich objektive Berichterstattung. Genau. Aber ich bin trotzdem nicht der Typ, der dann so voll den Hass gegen Fenerbahçe hat. Oder der mit einem Fenerbahçe-Fan nicht so in einem Raum sitzen könnte und über Fußball reden könnte. Das ist nicht so. Das ist auch wie bei Dortmund und Schalke. Ich bin Dortmund-Fan, aber ich sympathisiere auch voll mit Bayern, ne, weil ich alles andere cool finde. Diese ganze Transferpolitik und wie geil die wirtschaften und dass die nicht unbedingt einen Weltstar holen müssen, sondern jemanden zum Weltstar machen. Und kann aber auch im Gegenzug zum Beispiel auch Schalke-Spieler feiern und auch wenn mein Herz am Ende des Tages immer für den BVB schlagen wird, so habe ich jetzt keinen Hass gegen Schalke oder so. Ja, ich, Du bist ein Mann des Friedens. Du könntest wenn jetzt, UNO-Generalsekretär werden. guck mal, wenn jetzt, jetzt frage ich dich mal was, du bist ja auch Dortmund-Fan, ne? Wenn jetzt in der Champions League alle deutschen Mannschaften raus wären, aber Schalke noch drin wäre, würdest du wollen, dass Schalke die Champions League gewinnt? Weil du ja wissen würdest, danach würde dir jeder Schalke-Fan würde dir so richtig auf die Eier gehen und zwar 20 Jahre lang. Ja, aber wir haben die Champions League gewonnen. Würdest du es wollen? Sei ehrlich. Normalerweise supporte ich schon deutsche Teams, selbst die auch so europäisch und bin dann schon für die offen. Ich kann mich dann immer über beides freuen. Wenn die gewinnen, denke ich mir, ah, ist ja gut, hier deutsches Team gewonnen. Wenn die verlieren, denke ich mir, haha, ihr Okay, Spastis. beantworte meine Frage. Ey, da wir die Champions League schon gewonnen haben, würde ich es denen wahrscheinlich sogar gönnen. Hätten Aber wir die sonst Champions nicht? League noch nicht gewonnen, dann hätte ich nämlich genau darauf keinen Bock und würde mir denken, nein, Alter, die müssen das jetzt nicht gewinnen. Ja, siehst Auch du. wenn das ein bisschen ekelhaft ist. Ja, aber ich würde, wenn ich dann, damit werde ich mich wahrscheinlich als kein wahrer Dortmund-Fan outen, Aber vielleicht als besserer Mensch als ich. aber vielleicht als besserer Mensch. Aber wenn ich dann fürs Champions League Finale zwischen Schalke und Real Madrid, wenn ich dann Karten geschenkt bekommen würde, dann würde ich mich auch in die Schalke-Ecke stellen und würde Schalke anfeuern. Oh, da bin ich definitiv raus, Digga. Ja, also ich bin Ich würde Dortmund-Fan, mich auch nie aber in eine Real Madrid-Ecke stellen, aber bei dem Spiel würde ich das wahrscheinlich sogar machen. Obwohl Real, Alter, weiß ich, feier auch nicht, Alter. feierst du Real Madrid nicht? Nee. Boah, Real hat aber eine heftige Mannschaft. Ja, normal, die haben schon immer eine heftige Mannschaft gehabt. Die haben eine 100.000 Tonnen Geld, kaufen die krassesten Spieler War zusammen. das ein Fehler mit Mesut Özil, den zu verkaufen?
Was sagst Ich weiß du? nicht, was sie sich dabei gedacht haben, Alter. Also, keine Ahnung. Ich sehe nichts Vernünftiges da dran. Vielleicht haben sie sich was gedacht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass Real Madrid sich so viel denkt, außer wir haben viel Geld, lass uns die aktuell angeblich besten Spieler kaufen und gucken, was passiert. Und wenn es nicht läuft, dann schmeißen wir die wieder raus und kaufen einfach dann die neuen besten Spieler. Ja. Deshalb feiere ich auch, wenn überhaupt, dann eher Barca, weil die ein Konzept und ein System haben, was geil ist. Ein Konzept, außer wir haben Geld, weil sonst könnte ich auch Fan von Audi oder Mercedes sein oder von einem anderen Wer ist DAX-Konzern. für dich eigentlich der hässlichste Fußballspieler? Kann man ja nur aus dem Bauch aus Ribéry sagen, aber so oft denke ich nicht drüber Ja, nach. aber Ribéry, der ist doch Dings. Nur wegen seinem Namen. Auch, sonst wäre er auch kein Model, Alter. Meinst du, Alter? Ich glaube, die Narben machen ihn Weißt du, auch hässlich. hässlich war Yves Eigenrauch. Den Kennst du kenne den ich gar noch? nicht. Von Schalke? Der war auch hässlich. Kenne ich gar nicht. Kein Plan. Wie guckst du also Fußball, denkst du, wer gerade gut und scheiße aussieht? Ich bin richtig fußballbehindert. Ich gucke manchmal gibt es so Sachen, die der Ralle mir dann so schickt, die ich abarbeiten muss oder so. Aber ich hänge dann so bei YouTube und gebe mir jetzt, keine Ahnung, den Spieler, guck, was der für einen Marktwert hat, wo der Dings, was der machen könnte, was für eine Position der spielt, guck mir Talente an, dann gucke ich mir Skills, Goals und was weiß ich. Ich gucke mir so bei YouTube So richtig. bin ich aber gar nicht, Alter. Ich bin ja komplett nur auf dem Ja. Vereinsfilm und Aber ich kann dir Supporten sagen, und der fertig. hässlichste Spieler, den es jemals gab, der war Jens Jeremies. Ich erinnere mich dunkel. Lange schwarze Haare hatte er, ne? Warte, ich zeig dir den. Okay. Damit die Leute das Der auch ist mal hässlicher sehen. als Yves Eigenrauch. Ich kenne deinen Yves Eigenrauch nicht, aber ich sag dir ganz ehrlich, der ist Yves Eigenrauchs Vater. Wenn es um Hässlichkeit geht. Eigenrauf war so mit Glatze und so und ohne Boah, Bart und mit Alter, so einem warte, Unterbiss, so. ich muss jetzt das passende Foto finden. Boah, Alter, sieht ja scheiße aus. Kannst aber nicht zeigen, Alter, krieg ich eine Abmahnung von dem Fotografen, Doch, aber. klar, guck mal. Ah, sieht schon scheiße aus, ja. Heftig, ne? Sieht Kannst du ja. zoomen? Ist das Wikipedia oder wo ist das? Ich habe einfach Okay, gegoogelt. ich schicke die Rechte nochmal. Okay, Jens Jeremies offiziell kriegt den Casey Rebel Award als hässlichster Fußballspieler aller Zeiten. Respekt für den Erfolg. Stefan Wantenmann, ich muss dir Fanfragen vorlesen. Stefan Wantenmann möchte wissen, wenn ein Schulabschluss vorhanden sein sollte bei dir, mit welcher Note wurde dieser gemacht und wie viel hattest du dafür dem Rektor zu bezahlen? Wie, hä, was sagt der? Okay, anders gesagt, er möchte wissen, hast du einen Schulabschluss? Was ist deine Abschlussnote? Und mit wie viel musstest du den Rektor bestechen, um diese Note zu bekommen? Du kleiner Witzbold. Der war so schlecht. Ich hab Abitur gemacht, aber also ich habe mein Abitur nicht kom ich habe meine Abiturprüfung nicht komplett beendet, weil ich wurde während meiner Abi-Klausuren von der Schule geschmissen und habe somit automatisch ein FORQ. Also ein, wie nennt man das? Mittlere Reife mit Quali. Den hast du dann automatisch, weil ich es auf dem Gymnasium gemacht hatte. Und was meine Durchschnittsnote war, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich schätze irgendwas zwischen 2 und 3. Also ich war nicht schlecht, war sehr gut. Ja, Ich war das ist gut. dementsprechend niemals nötig, Rektoren zu bestechen. Nee, ich war Schulsprecher. Hatten wir das nicht schon mal? Kann sein, habe ich es wieder verdrängt, Alter. Wir hatten Ich ein war Schulsprecher. Biografie-Interview, 4 ja, alles Jahre oder Mögliche. 5 Jahre lang. Auch das noch. Ja, Und und du hast da, es ich dann habe auch sehr so viele richtig Fehlstunden durchgezogen. gehabt. Ja, ich war beliebt auf der Schule, keine Ahnung. Du musst dir vorstellen, hier war das Gymnasium, wo ich auf die Schule gegangen bin. Und hier direkt gegenüber war eine Hauptschule. Ich bin immer in der Pause rausgegangen und bin immer rübergegangen zu all meinen Freunden. So, weil ich mit diesen Leuten, mit meinen Mitmenschen auf dem Gymnasium, ich konnte mit denen einfach nichts anfangen. Und die wollten alle mit mir zu tun haben. Aber so, ich konnte mit denen einfach nichts anfangen. Und dann haben sie, um sich Weil ich so auch einzuschleimen durch die Schule. voreingenommen war, ne? Heute kann ich mit dir auch zum Beispiel rausgehen und wir können in Düsseldorf was trinken gehen. Ne? Das hätte ich mit 16, 17 hätte ich das nicht gemacht. Weil ich zu gymnasiastisch bin. Nee, weil du bist zu anders. Du bist zu weit entfernt von meiner Welt. Du bist vielleicht zu deutsch. Deutsch. Genau. So, und heute kann ich halt darüber so offen reden, weil Ich war auch keiner, der sich Buffalos angezogen hatte, um diesen ich war kulturellen einfach Unterschied dumm. zu Ich war einfach dumm. überbrücken. Also jemand, der solche Unterschiede macht, kann ja einfach nur blöd im Kopf sein, aber das zählt, wenn man jung ist,
Und ich war halt auf einem ganz anderen Film an. Ich wollte Leute, ich wollte Schulsprecher werden. Ja, aber ich war Schulsprecher, wie wird der denn gewählt? Schulsprecher wird, ein Klassensprecher wird gewählt und dann wählen die ganzen Klassensprecher einen Schulsprecher davon. So, weißt du, was ich meine? Ist ja nicht so, dass da irgend so ein Gremium, Rat von Lehrern sich zusammen berät, wer jetzt Schulsprecher werden könnte. Sondern es passiert von den Schülern. Und wenn alle dich cool finden oder alle auch Angst haben, dass du irgendwas machst oder keine Ahnung was. Ich war halt so sehr... Die Demokratie an deiner Schule hat definitiv nicht funktioniert. Ja, ich war aber ein guter Schulsprecher. Aber ich hatte sehr viele Fehlstunden. Als Schüler, sehr, sehr viele. Okay, Alex Stankic möchte wissen, ob du als langer Eminem-Fan Marshall Mathers LP 2 gefeiert hast. Ja, ich habe es mir auch gekauft und habe es gefeiert, nachdem ich mich darauf eingelassen habe. Aber man muss sagen, Marshall Mathers vor 10 Jahren, oder wann ist das rausgekommen? 99, glaube ich. Also die erste Version, Marshall Mathers 1, die hast du einfach reingetan und du warst vom ersten Song bis zum letzten warst du einfach geflasht. Ja, und jetzt dieses Marshall Mathers 2 hast du reingetan und hast dich so lange drauf eingelassen und wolltest unbedingt dein Eminem wieder hören, so bis du dann wirklich dich so auf die Songs eingelassen hast, dass du sie auch gefeiert hast. Aber es gab auch Songs wie Rap God oder so, die Dings, die dann schon nach dem zweiten Mal so voll Dings, voll drin waren. Ist gut, aber Eminem erweckt in mir nicht mehr das, was er mal getan hat. Okay. Hendrik Baumann möchte wissen, warum du damals Nasar gedisst hast. Warum ich den gedisst habe? Ich halte einfach menschlich nichts von dem. Der geht mir einfach richtig auf Eier, Mann. Keine Ahnung. Ich habe jetzt gar nicht so viel Besonderes, so was Krasses gegen den. Nur so, was ich immer so mitbekommen habe, hinter den Kulissen und so. So, ich wünsche dem alles Gute, Mann. Er muss ja nicht links meine Anerkennung. Vielleicht will er das auch gar nicht. Muss er auch nicht bekommen, aber ich halte einfach nichts von dem, Mann. Passiert. Ja, gut. Beliebtes Thema in dieser Jahreshälfte. Rolex möchte wissen, was du von dem ganzen 31er Zinker-Gelaber hältst. Berührt dich dieses Thema, wer jetzt eigentlich gerade 31er ist oder auch nicht und so weiter und so fort? Wir müssen ja nicht über konkrete Personen sprechen, aber es war ja so ein Dauerthema andauernd. Ja, das sind halt die Kids, ne? So im Internet. Die sind halt so total beeinflusst von ein paar Dingen. Und wenn es dann, wenn einmal etwas, wenn eine Meinung ein festes Standing hat in dieser ganzen Community namens Internet, dann ist es wie so ein ungeschriebenes Gesetz, was man nicht machen darf. Wenn du jetzt heute in mein Auto einbrechen würdest und meinen Laptop klauen würdest, ich würde dich direkt anzeigen, ich würde dich wegzinken, ich würde alles machen, ich würde dich ficken, vielleicht würde ich dich schlagen. Warum soll ich das nicht machen? Weil jetzt irgendein Rapper gesagt hat, das ist ein 31er oder was weiß ich. Also die meisten Leute, die sagen, ey, der ist ein 31er, wissen erstens nicht, was das ist und zweitens sind die 11. So, was willst du so, sollen die jetzt die Meinung, stehen die jetzt für die Meinung von der öffentlichen Masse? Tun sie nicht. Andere Version davon ist ja eher noch so, ob man andere Leute verraten sollte, mit denen man cool ist oder war. Wenn ich, du und wenn jetzt Erich, wenn wir jetzt zusammen ein Juwelier überfallen, ja, und die Aufgabenverteilung ist 33%, 333. Und einer wird gepackt. Wenn ich jetzt dich auch noch mit in den Kakao ziehe und ihn auch noch mit in den Kakao ziehe, für so eine negative Sache, für so einen Juwelierraub, was sowieso komplett behindert ist, wenn ich euch dann auch noch mit in den Kakao ziehe, dann ist es ein 31er, wenn ich dann Namen nenne, obwohl die vielleicht gar nicht auf den Trichter gekommen wären. Weil die dir jetzt zum Beispiel anbieten, dass du dann angeblich weniger lange in den Knast müsstest. Genau, aber dieses 31er wird ja direkt so bei jedem Scheiß schon. Also du würdest für mich in den Knast auch dann gehen, anstatt mich zu verraten, wenn wir zusammen einen Juwelier klammern. Ja, aber wenn, guck mal, erstmal würde ich mit dir kein Juwelier ausrauben. Nur weil ich Deutscher bin? Warum willst du mit mir kein Juwelier ausrauben? Nein, aber ich würde es einfach nicht tun, weil ich bin Musiker, ich mache Musik. Aber wenn ich es machen würde, dann in diesem Metier machst du das dann einfach auch nicht. Ja? Ja. Aber das ist ja schon so weit, dieses 31er Ding,
dass wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, es ist in Düsseldorf Stadtfest, wir laufen durch die Stadt und du machst zufällig ein Foto, wo gerade ein Bulle neben mir läuft. Und du lädst das hoch bei hiphop.de auf Instagram und Facebook. Die meisten Kommentare, die dann darunter stehen werden, ist 31er. So behindert ist das schon geworden. Ja, ich keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob K ein 31er ist. K1, ob der ein 31er ist. Ich weiß nicht, was er ausgesagt hat. Aber für mich hat er jetzt auch bei Stern TV nichts gesagt, was nicht vorher auch schon klar war. Also diese ganzen Vorwürfe, die ich da gehört habe, die gab es ja sowieso schon gegen. So viel Neues hat er nicht gesagt, ja. Ja, aber ich fand den Move einfach nicht korrekt, ne? Sich da einfach hinzusetzen und sich über alte Freunde so auszulassen, das fand ich dann nicht korrekt. Weil es auch so ähnlich ist wie ein Juwelierraub, weil er dieses Leben, das er da beschrieben hat, vorher sehr gerne mitgelebt hat. Genau, ja, mach's auch einfach nicht. So, was bringt das, wenn du über alte Freunde in der Öffentlichkeit so schlecht redest? Arwen Stinson möchte gerne von dir wissen, wie lange du schon nicht mehr rauchst. Also jetzt mittlerweile sind es dann, glaube ich, schon 6 Monate oder so. Also vor 6 Monaten stand ich einfach an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ey, das geht so krass an die Gesundheit, hat man immer Feuer. Und keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall glücklich darüber. Da fühlt sich auch gleich viel besser, oder? Man Ja, merkt erstmal, wie scheiße man sich vorher nicht gefühlt hat. ja. Ja, voll. Aber man muss halt auch Charakter haben, um das durchzuziehen, 6 Monate. Guck mal, jetzt hast du aber. Jetzt hat er richtig gestichelt. Ey, ich habe aufgehört, Mann. Wirklich. Wie lange habe ich aufgehört gerade? 2 Monate? Ja, aber. Nicht länger. Und guck mal, in jeder anderen Phase meines Lebens hätte ich wahrscheinlich auch, hätte ich es länger durchgezogen, vielleicht auch komplett damit aufgehört. Aber ey, ich war in so einer stressigen Albumphase. Und gerade wenn du schreibst und wenn du im Studio aufnimmst und Judy die ganze Zeit eine nach der anderen, eine nach der anderen raucht, dann irgendwann rauchst du mal eine mit, zwei mit, drei mit und irgendwann hast du kein Gefühl mehr dafür und ist ein, zwei Rauchen am Tag auch nicht mehr schlimm. Und dann bist du schon wieder drin. Keine Ahnung. Aber ich habe 2 Monate aufgehört und ich habe mir fest vorgenommen, weil das hat mir auch gut getan. Ich habe viel gehustet, wenn ich morgens aufgestanden bin. Ich habe mir vorgenommen, auch wieder irgendwann aufzuhören. Beste ist nicht anfangen. Alles andere ist schon mal scheiße, Alter. Viel Erfolg, Mann. Simon Wittmann möchte wissen, welches Auto du fährst. Ich habe meinen Führerschein abgegeben und ich habe jetzt seit 4,5, 5 Monaten keinen Führerschein und wir sind gerade nicht mit einem Auto hierher gekommen. Und deswegen, ich habe mein Auto verkauft, diesen ML, den du kanntest, ne? Den habe ich verkauft. Und ich warte, bis ich meinen Führerschein wieder habe, dann möchte ich mir ein neues Auto holen. Schon Pläne? Ja, bei meinem nächsten Interview können wir ja im Auto machen. Aber wird Also wahrscheinlich ein Zweisitzer, wird ein bisschen eng. wird aber was Fettes und Teures und du möchtest es noch nicht ankündigen, bevor du nicht weißt, ob der Doppelplatin wirklich klappt. Nein, ach Quatsch. Ob Doppelplatin jetzt klappt oder nicht klappt, ich werde mir ein neues Auto holen und dementsprechend auch was Gutes, denke ich. Ich denke, wenn man so viel arbeitet wie ich, dann kann man sich auch mal so auskennen. Tahir Bildig möchte wissen, ob du Derdo Derdo 2 rausbringen wirst eines Tages. Weiß ich nicht. Noch keine Pläne. Nee. Okay, die nächste Frage kommt von Nico Pangerl. Der ist leider zurzeit im Krankenhaus, möchte aber wissen, wann du das nächste Mal nach Stuttgart kommst. Boah, die Frage kommt aber überraschend. Ich bin das nächste Mal in Stuttgart am 15.05. auf der Tour, auf der Banger-Musik-Tour. Mit. Gemeinsam mit Farid, mit Summer Jam, mit Majo, Jasko, und mit DJ Arrow. Also am 15.05. Okay, Nico, dann sieh zu, dass du aus dem Krankenhaus wieder rauskommst bis Gute dahin. Besserung. Gute Besserung. Pablo Lopez, Collabo-Album mit Hamid 45, wäre das theoretisch vorstellbar? Nein. Warum? Weil Hamad ist ein Newcomer, er muss sich selber erstmal etablieren und musikalisch ist das auch zu Dings, also zu weit auseinander. Er macht halt dieses sehr, sehr, sehr krass Gangster-Straßen-Rap angelehnte Ding, wobei ich auch viel auf die Musik noch gehe.
Deswegen sehe ich da jetzt nicht so krassen Sinn drin. Aber Hamad ist cool. Schöne Grüße an Hamad 45. Grüße. Sebastian Beck möchte wissen, oh, investigative Frage, aber du kennst dich ja aus, du bist ja Insider. Also Sebastian Beck möchte wissen, ob Farid Bang wirklich so ein Gangbanger ist. Ja, auf jeden Fall. Ich habe Farid, ich kannte den schon lange, aber als wir wirklich angefangen haben, viel miteinander zu tun zu haben, hat er mich nachts irgendwann angerufen und meinte, ey, ich habe hier eine Olle, sollen wir die nicht gangbangen und so. Da musste ich mich wirklich kaputt lachen. Das ist wirklich keine erfundene Geschichte gerade. Da musste ich mich wirklich kaputt lachen, weil das stand so krass für den. Farid ist echt schon ekelhaft asozialer Typ, Alter. Muss man schon so sagen. Deshalb versteht ihr euch auch so gut. Farid ist aber abseits von dem, so was man in der Öffentlichkeit kennt, auch ein sehr geordneter Mensch. Ein sehr kluger, reifer, erwachsener Typ. Und ein sehr korrekter Typ auch. Ja. Jetzt auch, wenn wir gerade gesagt haben, er wäre ein ekelhafter, asozialer Typ, das Auf sollte jeden ja nicht Fall. heißen, dass er ein Arschloch wäre. Nee, nee, auf jeden Fall. Außer vielleicht beim Gangbang, das kann ich nicht sagen, da bist du der Insider. Auf jeden Fall. Also so wie wir manchmal in der Öffentlichkeit rüberkommen. Ist auch ein freundlicher Gangbanger. Ja, genau. Genau, freundlicher Gangbanger. Fertig. Aber der heißt nicht mehr Farid. Ich habe den umgetauft. Hast du das nicht mitbekommen? Sorry. Fırat. Fırat. Fırat Bang. Fırat Bang. Fırat Bang. Okay, Fırat Bang, der freundliche Gangbanger aus der Nachbarschaft. Getter Boy möchte wissen, ob ein Banger-Musik-Sampler geplant sein sollte. Überlegungen standen im Raum, aber nichts Spruchreifes. Also ich denke jetzt in der kommenden Zeit erstmal nicht. Nach meinem Album kommt erstmal das Majo-Album und das Summer Jam-Album. Und danach schauen wir weiter. Okay. Letzte Frage von Manuel Daum. Was machst du so neben Rap in deinem Leben? Also eigentlich nichts. Ich bin Vollzeit-Rapper, Vollzeit-Musiker. Ich habe hin und wieder mal mache ich ein bisschen was mit Immobilien, aber das ist eine Tätigkeit, die ich jetzt nicht als Nebentätigkeit angeben könnte, weil ich das halt wirklich sehr unregelmäßig mache. Ich bin Musiker, Rapper. Hobbys, Privatleben, gibt es sowas? Ja klar. Fußballtransfermarkt.de. Ja, ich interessiere mich für Fußball, ich spiele auch Fußball so, aber hobbymäßig. Wenn ich es zeitlich schaffe, trainiere ich. Aber ich bin jetzt nicht so der krasse Pumper jetzt wie Majo Farid oder wie Kolle. Und versuche viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Ja, so alltägliche Sachen. Korrekt, du ziehst durch und das führt ja auch zum Erfolg. 30.05. hast du ein Album, das können wir jetzt alle kaufen in diversen Sondereditionen, die den Umsatz nach oben treiben und Platz 1 der Charts klar machen, ne? Inshallah. Inshallah. In diesem Sinne und euch noch einen schönen restlichen Tag und ja, immer schön asozial bleiben. High One-Modus und so. Ciao.